Dann Schaden ist durch. Konstitutionsprobe plus 5. Können wir. Stopp. Der Schlinger ist noch da, wo er vorher war. Du hast ihn nur an die Seite gezogen, damit man was sieht, ja? Ja, der taumelt jetzt halt hier von A nach B rum. Also, der ist halt gerade mit sich selbst und dem Rauchmonster beschäftigt. Ich weiß nicht, was er rechnet. Die Probe ist geschafft. Er kriegt nur eine plus 8 durch Ausweichen wegen Fernkampfangriff und hat eine 6er Erleichterung durch seine ganzen Modifikationen. Hat eine 6 gewürfelt, das mit einem Punkt geschafft. Wieso eine Sechser Er kriegt eine Erleichterung? 2 auf alle Paradeaktionen, weil er den Achsen hat. Dann kriegt er Ja. nochmal eine 2 aufs Ausweichen speziell, weil er den Achsen hat. Dann kriegt er nochmal eine 2, weil seine INI über 30 liegt. Und was mit dem Genau. Prombombarum? Der geht nicht auf Parade. Hätte sein können. Gut, sage ich, Das, ja, deswegen war die läuft auch gut. Frage, weil das kann sehr gut sein, dass du viele Modifikationen hast. Aber mir ist es dein Zauber, du kennst die Werte Ja, doch. du musstest das Bei eigentlich mir wissen. steht hier Ausweichen plus 2 steht da nur bei. Ja, Und Ausweichen plus 2, aber Parabasis auch. Paradeaktionen selbst auch nochmal plus 2, das addiert sich auf. Und hohe Initiative auch. Dann hätte ich es geschafft. Fürs nächste Mal. Ja. Ja, der Pfeil saust neben dir in die Steine, kannst gerade noch rechtzeitig deinen Fuß wegziehen, sonst hätte die giftige Spitze dich berührt. Das waren die Echsen diese Runde. 19 Jalan war. Er kämpft sich gerade auf die Beine. Also er macht irgendwie die Prinzenrolle unter dem Schwanz weg und steht dann auf und ruft den anderen beiden dann zu: Hey, ihr Deppen, zurück zur Hütte! Hoch! Nächste Kampfrunde. Ich würde gerne vorziehen. Ich Ich würde. habe noch eine Aktion übrig. Kann ich die noch nehmen? Du warst einmal, ja, im Prinzip schon. Ja, gut, dann gehe ich in Richtung Hütte, wenn Jalan das möchte. Dann wieder zurück. Nächste Ja, das Kampfrunde. macht sehr viel Sinn. Voltag zieht's vor. Genau, ich würde gerne den Schlinger pfsten, um ihm neben Sicht und Geruch jetzt auch noch das Gehör zu nehmen. Also, ich mache einmal den Silentium mit Talentspezialisierung. Der ist um 3 erschwert, plus die Erschwernis, die zusätzlich noch auf Magieresistenz geht, also wahrscheinlich nochmal 10, also insgesamt 13er Erschwernis, oder? Ja, mache. Okay, dann hören wir an. Dann lässt du ihn völlig orientierungslos Genau. zurück und das ist gerade so gelungen. Naja, Und dann die so zwei bis noch, zum Grunde genau. bist du das okay? Ich habe die 2 auch noch nicht eingerechnet aus der Talentspezialisierung. Also wären es eigentlich plus 5. Alles Aber klar. ja. Und ich hätte das gerne für 10 Minuten, also für Ja, 2 so, ASP. 17. Dann ist Mira die 12. Ja. Mira kommt mit. Ja, warum nicht? Ja, Befehl von Jalan kam auch. Laufst du gleich weiter vor oder war's schon? War's schon, ne? Man rennt Sulamin hinterher, weil. Also ich glaube nicht, dass Mira checkt, was die da aus der Entfernung hier rumbrüllen. Ich meine, die Arena wird laut sein, hier werden super Ja, viele Leute sein. genau, Da genau. brüllt auch noch der Schlinger rum. Ich kann Zehn eventuell Minuten. vor Nee, der Mira brüllt jetzt ziehen. nicht mehr. Dafür müsste ich aber wissen, irgendwelche Pfeile auf mich diese Runde? Würfel gerade einfach mal den W6, den obligatorischen, die 5. Die 5 wäre wieder Mira. Also nicht auf dich. Okay, dann benutze ich meine Aktion, um da hochzurennen und Mira soll mitkommen. Passt. Die 16, die Gladiatoren, ihr schlagen diesen Echsenkrieger tot. Weil alle Echsen gleich aussehen, wissen sie jetzt auch nicht genau, wer die Todesechse ist. Sind auf alle Fälle erstmal beschäftigt und rühmen sich. Boltax hatte vorgezogen. Zwei Aktionen? Eine Aktion? Drei Aktionen. Und dann bist du fertig. 19. Die Echsen schießen auf Mira. Wieder Wucht 5. Vielleicht kommen sie ja dieses Mal durch die Rüstung. Das wäre gelungen. Und den Schaden sind 14. Kommt da was durch? Auf Mira? Ja. Nein. Nein, sehr gut. Dann tocken die Pfeile wieder gegen die Rüstung und das Schlafgift ist an dieser Stelle verbraucht. Die 19 ist durch Jala. Ja, ich rufe noch Abelmi hinterher. Abelmi, beweg dich, du Sack! Ich zieh dich nicht da raus! Und dann möchte ich mich bewegen. Meine einfache Bewegungsreichweite, aber dafür möglichst gedeckt. Also, genau, von einem Baum zum nächsten oder so. Ja, Vermutlich alles eher klar, hinter alles diese klar. Säule und dann hinter einem Baum und dann irgendwo hier sie. Doch, ich Gut. kann sowieso nur hier. Der Schlinger tapert irgendwie zum Strand. Ich ziehe ihn also einfach mal weiter weg. Der Maru ist nicht unbedingt mit Landangst, aber wird sich dann auch nicht irgendwie da oben begeben. Der bleibt also auch erstmal hier unten am Strand. Der bleibt dann irgendwo hier unten.
Der Schlinger ist im Grunde erledigt. Ja. Im Prinzip. Also ich meine, selbst wenn er jetzt sofort wieder sehen kann, kann er immer noch nichts hören. Das heißt, er muss erstmal unsere Fährte aufnehmen. Das Gift tickt bis zum Tod, ne? Das Gift tickt bis zum Tod. Ja, bis der Blitzsequenz zu Ende ist, hat er 207 Schaden bekommen und verfällt in Raserei. Also tot ist er noch nicht. Der hat noch ja klar, aber dann muss er erstmal wieder... Aber dann der muss uns vorher empfinden. Und die Wolke ist weiter da und genau, also er ist einfach raus. Ich schiebe ihn einfach tatsächlich dann nochmal hier oben hin. Und er wird dann langsam und schmerzhaft, wenn sich seine Organe auflösen und zu einem blutigen Brei werden. Und das Gift tickt da so weiter. Das war teuer. Okay. Schlinge hat auch gar keine Initiative mehr. Hat die irgendjemand gelöscht? Zumindest ist er raus. Du hast ihn rausgenommen, als er richtig, als er auf null gefallen ist. Genau. Achso, da oben ist er. Ja, da oben ist er. Gut. In der Zwischenzeit, weil das ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit dauert, gehe ich mal davon aus, dass wir zur Hütte gehen und uns dort sammeln, oder? Ja, Abel, mir möchtest du das auch tun? Ja, natürlich. Gut, dann seid ihr an der Hütte und habt eine kleine Verschnaufpause. Von draußen könnt ihr noch Schreie hören, vor allem das Publikum, was euch zuruft. Die eine Hälfte ist fasziniert, die andere feuert die Schlinge an. Die Todesechse natürlich auch. Man ist zur Zeit noch so ein bisschen enttäuscht von ihr, aber das Publikum ist auf alle Fälle begeistert von diesem großartigen Kampf, wie er sich bisher angebahnt hat. So kommt ihr etwas zur Ruhe und irgendwann kann auch Boltak spüren, dass der Kiaras Karinor Rauch-Djinn, der Brabalem, wie er sich genannt hatte, dann auch wieder verschwunden ist und dann auch der Ring von dir so ein bisschen kühler wird. Ihr könnt zwar immer noch den Schlinger hören und spüren, vor allem könnt ihr ihn spüren, wie er Erde um sich herum schiebt und am Strand tobt und wütet, aber ihr habt erstmal etwas Zeit. Diamantis liegt noch bewusstlos vor euch. Dann gehe ich zu Diamantis und ich würde gerne einen reversalisierten Somnigravis auf ihn sprechen. Sehr gut. Dann kommt jetzt erstmal der Reversalis. Dafür lasse ich mir selbstverständlich Zeit. Die Magieresistenz von ihm würde ich halbieren. Nicht, weil es ein freiwilliges Ziel ist, aber weil er schläft. Ja, und dann schauen wir uns mal meinen Somnigravis an. Ja, also mit halbierter Magieresistenz dürfte ich das schaffen. Ja, Stufe des Giftes wäre, glaube ich, 5. Passt. Jo. Dann kommt er zu sich. Bist du wach? Oh, haben wir gewonnen? Noch nicht. Du bist eingeschlafen. Aber kein Problem. Ich habe dich wieder geweckt. Oh, scheiße. Ihr habt den Rotter erwischt. Guter Schuss. Ach, habe ich noch getroffen? Ich konnte den Schuss gar nicht mehr losgehen sehen. Der hat mich das Pfeil schon im Knie erwischt. Wo ist meine Abalone? Sie müsste noch draußen liegen. Ja, dann stehe ich jetzt auf. Ich bin impulsiv und hole meine Abalone. Wartet noch, der Schlinger ist noch draußen. Du denkst doch nicht, dass ich meine Waffe einfach im Dreck zurücklasse. Ich würde dich auch nicht im Dreck zurücklassen, Boltax. Wenn du jetzt rausgehst, schießt nicht die Echsen ab. Oh. Ich spähe kurz, hier ist ein Fenster, oder? Nein. Okay. Das ist nur so eine verrammelte Tür mit wenigen Bambuspflöcken oder sowas. Ja, nun, dann, ich nehme mal kurz Boromeos Schild, der hier vermutlich irgendwo rumsteht. Er würde noch nicht bei sich tragen die ganze Zeit. Nur Diamantis, dann raus und wieder rein. Auf 3. Moment, eine Sekunde. Was ist das mit mir? Er brauchte meine Hilfe. Ich schau zu ihm, schau wieder zu Diamantis. Ich denke, ihr habt euren Heldenmut mehr als genug unter Beweis gestellt. Ich habe ihn rausgezogen, also reingezogen. Die Echse wollte mich angreifen, aber... Ja, ich habe dich gerettet. Seht ihr? Praios hält seine schützende Hand über die Rechtschaffenen. Aber wie gesagt, nichts Persönliches zwischen uns. Ich habe einfach für die Dukaten gemacht. Und ich drück dann auf den 3, wenn aber irgendwie ein Signal gibt, dass er fertig ist, die Tür auf. Ich würde aber auf mich wie auf eine Fortifex-Variante schimmernder Schild wirken. Das erhöht meine Parade um 4 Punkte. Das heißt, du hast eine unsichtbare Wand an deinem Arm? Ist so an meinem Schildarm, also an meiner linken Hand ist sozusagen ein Rundschild von 4 Spann Länge mit einem Modifikator von 0+3. Cool. Und ich schieb mich so vor Diamantis her, dass ich halt für ihn Schild parieren könnte. Und dann steht Janan und Abel mir steht vorne und Diamantis greift seine Abalone. Uhr haben wir gerade.
wie viel Uhr? Mittagshitze. Also Mittags. du überlegst kurz, demnächst müsste es anfangen zu regnen. Es war immer irgendwie um 12, dass es anfängt zu regnen. Ich greife die Abalone und setze mich dann mit dem Rücken hier an das Gebäude. Ich stupse ihn einfach direkt wieder rein, wenn wir auf dem Rückweg sind. Gar nicht erst draußen bleiben. Komm, rein mit dir. Ja, und während ihr euch fürs verseht, Diamantis kann das noch mit einem Blick in den Himmel sehen. Die Pforten, die Schleusen öffnen sich und prasselnder Regen ergießt sich nach unten. Nun gut, ihr scheint ja alle wieder beisammen zu sein. Ich denke, ich horche nochmal auf. Man hört den Stinker vermutlich im Hintergrund noch röhren. Ich erst stumm. Also oh, man hört auf alle Fälle, wie er mit jedem Schritt über den Boden poltert. Also bei jeder Schritt versetzt das Wasser in Wellen und... Das hört man auf alle Fälle. Nur ich weiß nicht, was du mit ihm gemacht hast, Boltax, aber ich denke, den Schlinger können wir erst einmal vergessen. Was tun wir als nächstes? Nun, wir haben die Echsen. Richtig. Echsenjagd beginnt. Hat dafür jemand Pläne? Solamin? Habt ihr das Horn gehört? Das könnte bedeuten, dass die Todesechse die Arena betreten hat. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich einen Pfeil für sie bereit haben, sobald sie mir für das Visier kommt. Das klingt gut. Nun, was denkt ihr, tun wir also am besten dagegen? Sollten wir uns erst einmal die Schützen vornehmen oder direkt die Echse? Nun ja, ich würde erst nicht die Schützen... Nicht du, Voltax, nicht du. Deine Antwort kenne ich schon. Habt ihr die Schützen schon gesehen? Wisst ihr, wo die sind? Dort hinten habe ich sie jetzt gesehen. Zeig mal auf drei Stellen. Ich kann auch ob sie jetzt so sind? Keine Ahnung. Ich kann auch versuchen, einen der Schützen ins Visier zu nehmen. Dann hätten wir den schon mal vom... Nicht mehr auf unserer Liste, aber... Ja. Richtig, aber eben nur den einen. Das Nachladen dauert lange. Ich werde jetzt... Jetzt haben wir die Zeit dafür. Aber nochmal wird das nicht funktionieren. Dann beeilt euch. Sollten vielleicht warten, bis der Regen abgeregnet hat, nicht dass euer Pulver nass wird. Habel mir? Pläne? Ja, währenddessen könnt ihr laut von draußen die Ansagerin hören, die Meisterin der Arena, die wohl für Zornbrecht steht und... dort dann eben das Ganze kommentiert. Ihr habt sie kennengelernt. Eldoria. Die Echsen, wie ihr sehen könnt, bereiten sich zu einem finsteren Ritual vor. Sie fordern die Questadores, die aufgebrochen sind aus Brabak. Ein Einzelkampf soll her. Nun, so viel also dazu. Mach das. Voltax? Du hast deine Kompetenz hinreichend unter Beweis gestellt und die größte von allen Echsen abgemurkst, aber du solltest dich nicht mit der Todesechse duellieren. Na gut. Und Frage aus dem Off. Wie sieht diese Hütte eigentlich aus? Du hast geschrieben, dass hier eine Blutspur hochgeht. Ist hier drin auch eine Leiche oder ein Verletzter? Nein. Nur Blut von vielleicht ehemaligen Kämpfen oder nur Dekoration, aber hier ist keine Leiche drin. Nein. Okay, ich hatte gehofft, hier wäre noch jemand übrig geblieben, den wir ausquetschen könnten. Nein. Ja, whatever. Nun, es klingt wohl eher so, als hätten sie die Schützen zurückgezogen. Wir sollten uns also diese Echsen einfach schnappen. Und zu der großen Bestürzung von Goldo Paligan können wir sehen, sein Schlinger, seine Nemesis bricht zusammen. Welch finstere Magie. Juble. Ja! Ja! Wenn noch jemand was zu sagen hat, jetzt ist der letzte Moment. Sturmangriff auf die verdammten Echsen. Nun gut. Ich bin mit der Intention hier reingekommen, diese Todesechse zu töten, zu besiegen. Ich finde eure Einstellung sehr gut, Diamantis. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Du redet euch wohl mit ihr. Viel Glück dabei. Und wir können Glück singen. Haltet mir den Rücken frei. Ja, auf die Schulter klopfen und viel Glück zu sagen, ist meine Ritualform. Ja, ist richtig. Ja, das wirkt lang genug. Warte, ich hab noch etwas für euch. Ich will einen Armatrotz auf Diamantis dann wirken. Und daher ja, Armatrotz. Hat Diamantis Leben verloren? Also sehen wir irgendwelche Wunden? Ja, an seinem Bein. Da hat sich der Pfeil durch die Beinschiene gebohrt und scheint wohl ein bisschen Blut lang zu laufen, aber keine großartige Wunde. Ja, dann vom Balsam für 7. Ich schau Borromeo an. Kommt ihr mit? Ja, selbstverständlich. Das lasse ich mir nicht entgehen. Sehr gut. Nun dann? Ich schau einmal nach. Oh, ihr habt den Schlinger ausgeschaltet. Berufsgeheimnis. Kommt. Mein Balsam klappt nicht. Ja, du hast den 3 Punkte Rüstschutz noch.
Ein Balsam klappt nicht, weil Jana dich, bevor du fertig bist, packt und mitzieht. Ah, wenn ich schnell, dass du am Zaubern bist. Wolltag, so oft zu singen. Jetzt, ich singe doch gar nicht. Komm schon, keine Zeit dafür. Ich wollte ihn gerade noch, Jalan, ich wollte, siehst du nicht, oh, er braucht Heilung. Und wie ihr am südlichen Hang der Arena erkennen könnt, die Questadores gehen auf das Duell ein. Sie versuchen, die finsteren Blutkulte der Hexenkrieger zu beantworten. Mit eigenem Blut. Ein Duell. Diamantis, ich habe noch einen Heiltrank, wenn ihr ihn braucht. Jetzt wäre der Moment. Nein. In so einem Zustand bin ich nicht, dass ich den Heiltrank brauchen könnte, aber danke. Boltax, ich vertraue dir. Pass für mich auf Bitsy auf. Du wirst mich nur behindern. Ich nehme deine Waffe an mich. Matare, ihr müsst die Herausforderung annehmen. Ja, so trete ich mit zwei Dolchen in der Hand nach vorne von unseren Leuten und hebe beide meine Waffen, also meine langen Dolche, in die Luft. Während wir dann Richtung, ja, den Weg hinuntertreten, Richtung der Todesechse. Ja, du kannst sehen, wie sie wohl in dem Todeskampf viel Blut verloren hat. Ihr Bauch ist irgendwann auf dem Weg mittlerweile aufgerissen, wohl nicht durch Schwertstreiche, sondern wohl durch die inneren Blutungen, die sie erlitten hat. Das finstere Machwerk von eurem sinistren Gift. Und ja, wenn du nach unten gehst, kannst du hören, wie die Zuschauer euch zurufen, anjubeln. Du kannst auch sehen, dass das finstere Gesicht von Rafim, was dort auf der Tribüne steht, und irgendwo neben den Granden, du kannst sehen, wie unglaublich schöne Frau dir zunickt, wohlwollend. Steht wohl irgendwie oder sitzt wohl neben Kiaras, den Mann hast du gestern kennengelernt. Vielleicht ist das die Familie Karinor. Zumindest sie soll ähnlich hübsch wie Zulamin sein. Und während du durch die Arena gehst, zusiehst, kannst du wohl erkennen, die Totems-Statuen zerstört durch Schwanzschläge. Nur noch eine von diesen Statuen scheint noch von Magie zu erfüllt zu sein. Ob das echte Magie ist oder nur Schaueffekte mit irgendwelchen farbigen Dämpfen. Bist du dann, ja, willst du zum Ritualplatz gehen? Ja, ich gehe zum Ritualplatz. Komm, wir sollten ihn begleiten. Ja, sicher. Diamantis, wartet noch kurz. Bevor wir auf das Duell eingehen, sollten wir uns noch einmal an die Granden adressieren und sagen, dass wir den Sieg für die glorreiche allanfanische Perle erringen werden oder so. Na, ihr könnt das schon sagen und sagt, dass ich den Schlinger umgebracht habe. Ave Goldo, die Todgeweihten grüßen dich. Gut, dann machen wir das so. Warum kündigst du Diamantis nicht einfach an, so als Schlingertöter? Das kann ich natürlich tun. Das ist eine sehr gute Idee. Sehr gut. Gut, dann keine Zeit verlieren. Und dann gehen wir rein, wir uns alle grimmig guckend am Ritualplatz auf. So eine Echse für jeden, der sie anstarren kann. Meine Damen, meine Herren, liebe Fanas, hochehrenwerte Granden, ich, der Schlingertöter Boltax, der den mächtigen Elementar aus dem großartigen Karinor-Duft hervorgebracht hat, der letztlich den Schlinger zerfetzt hat. Ich präsentiere Ihnen voll Stolz nun denjenigen Questador, der die Todesechse bezwingen wird, der Einzige, der Artige, der Ihnen wohlbekannte Diamantis Monterey! Für die glorreiche und wundervolle Perle, für Al-Anfa wird er euch diesen Sieg bringen. Monterey, Monterey, Monterey. Ja, Zornbrecht derweil, ein unglaublich fetter Mann. Ihr seht ihn jetzt zum ersten Mal, auch Diamantis. Hat ihn wohl schon mal gesehen, aber für euch ist es das erste Mal, ein unglaublich fetter Mann, der sich da aus seinem Thron erhebt, einfach nur auf die Todesechse deutet mit einem Wurstfinger. Er blickt traurig, ob man Trauer in dem Blick erkennen kann. Er blickt auf Monterey. Was soll das? Jetzt fang ich dich an. Keine Ankündigung mehr. Ich will Gewalt! Und so betretet ihr einen imaginären Kreis. Die anderen Echsen schauen euch nur noch zu. Krieger haben ihre Speere, ihre Achverware einfach nur in den Boden gesteckt und das ist natürlich jetzt alles Show.
Alanfa, für den Pöbel, für die Fahners. Brot und Spiele. Wir beginnen mit der ersten Kampfrunde. 17 für die Todesechse und Diamantis auf der 22. Ich bin dran. Ich muss vorziehen, eine leichte Bewegung in deine Richtung. Und das ist keine Aktion-Position, sondern nur eine sehr leichte Bewegung. Also, man steht jetzt auf erstmal Distanzklasse S. Du kannst sehen, die Schwanzseite ist bewaffnet, eine merkwürdige Konstruktion. Du hast schon ein bisschen was davon gehört. Du weißt nicht genau, wie man das Ganze nennt. Einige muten, sagen, dass es wohl ein Raston sein soll. Also diese typische Schwanzwaffe, wohl sehr berüchtigt. Und in seiner eigentlichen Hand ein Speer, ein Achverbar. Ja, er geht auf mich zu. Was macht er mit der ersten Aktion? Denn er muss ja handeln, sonst verfällt die. Sensor-Taco-Meisterstreich. Sensor-Taco-Meisterstreich, also steht er für mich einfach nur rum. Dann mache ich das auch. Ich orientiere mich an einer Aktion, um meine Initiative von 22 auf 26 zu steigern. Mhm. Und dann nutze ich meine ich muss meine zweite Aktion gar nicht nutzen, denn... Ich überlege gerade, Parade wäre von meiner Seite aus nur, weil ich habe einmal Sensor tagiert, dann Parade ist der Rest. Ja, vollkommen in Ordnung. Ich habe mehr als 8 Initiative als er und kann mich somit auf DKH rankämpfen. Auf S wird gestartet. Für 4 Punkte mehr gehst du auf N und für nochmal 4 Punkte auf H. Genau. Ja. Somit gehe ich mit 2 schnellen Aktionen, bevor die Todesechse überhaupt reagieren kann, an sie heran und steche einmal mit meinem Dolch zu. Und zwar ist das Langdolch mit Paradewaffe. Ja. Mhm. Das ist die 12, das wäre als Attacke gelungen. Dann kommt die Parade, und zwar mit dem Schwanz. Mit dem Schwanz. Das ist eine unbewaffnete Parade. Ist Nein, das ist ein Raston. Raston ist eine Schwanzwaffe. Es ist kein unbewaffnetes. Und damit ist es gelungen. Okay. Gut. Ja, das war meine Kampfrunde. Ich denke mal, ihre auch. Genau, sie hat durch einen Waffenmeister hat sie 3 Aktionen, wenn sie ihre Waffen in der Hand hat. Das tut sie auch, aber sie hat Sensor attackiert. Dementsprechend war das keine echte Waffenaktion und jetzt beginnt der nächste Spaß. Der Speer, der Achfava auf S. Wenn ich auf... Ja, bin sie damit angreifen? Plus 8, ne? Erst war die Kast runter, du darfst nicht angreifen. Genau, dann würde ich mit meinem... Dann würde ich mit meinem Raston angreifen und die Distanzklasse gerne vergrößern. Das ist ein Angriff plus 6, ne? Distanzklasse vergrößern ist plus 4. Plus 4. Genau, plus 4. Dann mache ich eine Finte draus. Finte 4 und vergrößern. Ist gelungen. Ja, moin moin und damit willkommen zu einem Voice-Over. Ihr kennt das Ganze schon, wenn ihr mich etwas länger verfolgt. Und zwar spulen wir Kämpfe, die etwas länger und monotoner sind, einfach vor. Das ist der große Vorteil an einem, ja, nicht Livestream, sondern der Aufzeichnung. Und das tun wir hier an dieser Stelle. Ja, was ist zu sagen? Es ist einfach ein Zweikampf, der bis zur Unterbrechung, die dann gleich kommt, relativ einfach geführt wird. Die Todesechse von mir mit einem Sensor Taco würde auf die 1 bis 4 kritten. Und die Bestätigung verfolgt natürlich dann auch relativ niedrig, auch bis 1 bis 4 wäre dann die doppelte Bestätigung eines kritischen Treffers. Und das Problem ist, dass Diamantis Paraden einfach unglaublich hoch sind. Er landet keine Schnitte gegen mich, versucht es natürlich mit viel Bindenmanövern und ich dann eben mit vielen hohen Ansagen. Ich muss gerade gucken, die Attacke auf dem 22er Wert mit meinem Achfahrbar. Hier waren auch viele Probleme mit den Distanzklassen, also der Vielsprung von S auf N oder von auf H. Zumindest war der Versuch da und meine Abwehrung natürlich auch mit meiner Schwanzwaffe. Also 2 Attacken mit dem Achfahrbar und einen Waffenmeister auf dem Schwanz für die 3. Attacke und die Parade. Da war schon relativ ekelhaft in diesem Fall und Diamantis hat eben ja Lebenspunkt um Lebenspunkt eingebüßt, immer mal ein bisschen hier und ein bisschen da, sodass er dann irgendwann bei
20 Lebenspunkten war von seinen 35. Also es hat lange gedauert, aber es hat nicht sollen sein. Wie gesagt, er hatte immer dann irgendwelche Ansagen, irgendwelche Finden von Finte 10, Finte 12 irgendwann. Das könnt ihr hier im Chat nicht sehen, weil ich die nicht eingetragen habe, aber es waren immer relativ hohe Ansagen. Und ich habe ihn langsam runterbekommen. Es hat aber sehr lange gedauert. Aber ich würde sagen, wir machen wieder hier Schluss und gucken mal, was dann passiert ist. Dann greife ich ihn an mit einer Finte 4. Dieser Kampf hat sowas von vorgespult, Freunde. Ja, das ist schon hart. Mir reicht's jetzt, ich blitz die Echse. Oh. Ey, wenn wir blitzt die nicht, wenn wir die blitzen, das merken die instant und smiten uns richtig weg. Wie sollen die das denn merken? Weil die nicht behindert sind. Ja, wie sollen die das merken? So, Hage, top oder top? Was geht's? Achso, normaler Angriff. Also, wie gesagt, ich hab angesagt, irgendwann reicht's Boltax auch. Ich muss den Charakter... Ja, komm, Boltax, der Blitz. Ja, dann los. Ja. Okay, also. Boltax. Ja, mehr von 15 hat er nicht. Ja, gut, dann geht's durch. Dann Initiative minus 15, ne? Ja. Minus 17, Talentwert. Ja, genau. Minus 17? Und damit ist auf, ja, und damit ist auf 0. Dann kann er nur noch parieren. Die Echse taumelt von dem Blitz nach hinten zurück. Ein, zwei Schritt. Passierschlag. Jo. Wird wahrscheinlich nicht durchgehen, aber... Patzer. Wir schummeln die Waffe zerbricht. Stolperst hinterher. Ich mach mich fertig, Kinder. Die Todesechse. Die Todesechse schnarrt einmal laut. Irgendwelche Rassar-Rufe. Abelmir, du kannst es verstehen. Ich weiß nicht, ob die anderen Rassar sprechen. Abelmir, du sprichst Rassar, ne? Ja, klar. Ja. Er ruft Magie, Magie. Er hätte damit rechnen können. Sagt Abelmir uns das auch? Die Echse kann nicht angreifen, sie kann nur noch parieren. Sie taumelt weitere Schritte nach hinten und würde ganz gerne den Kampf verlassen. Ein erschüttertes Gesicht. Ich sprinte da hinterher und zwar will ich die Sprung treten. Ja. Jetzt, du kriegst jetzt erstmal kriegst du weitere Ini-Verlust, ne? Hast du ihn schon eingetragen? Genau. Ja. Der Dolch nicht hilft, der richtet zu. Wie viel sind das? 1W6 durch Stolpern, ne? Ob ja. Gut, dann würfel ich den kurz. Es könnten auch fix 4 sein, ich bin nicht sicher. 4 Punkte, 18. Ist nicht wichtig, die Exist bei 0. Ja, Sprungtritt, hau rein. Sprungtritt, und zwar mit Anlauf, das heißt erschwert um 8. Wenn der jetzt daneben geht. Wenn der daneben geht, killen wir einfach die Hexe. So, der ist getroffen. Und ja. Zwar, um den zu parieren, den kann sie mit einer Waffenparade erschwettern. Oh, endlich! Plus den Modifikator vom Blitz, ich finde. Das ist kein Patzer, es ist einfach nur nicht geschafft. Okay, dann. Sekunde, ich muss kurz rechnen, wie viel Schaden ich mache. Du hast keinen Satt oder sowas angesagt, ne, zum Drehen? Nee, habe ich nicht, aber das reicht ja sowieso. Ich kriege plus 2 durch den Sprungtritt an sich. Dann nochmal halbe GS. Ich bin momentan auf GS von 11 durch meine E von 22. Gut, aber du standest ja 1 Meter von der Echse weg. Du kommst die Echse ist ja nicht. Die Echse ist ja mehrere Meter weggegangen. Die ist ja mehrere Schritte zurückgegangen. Zweimal nach hinten getaumelt. Ja, 4 Schritt hatte ich einfach. Ja, passt. Ist okay. So. So, damit würfel ich mal den Schaden. Und das ist ein Satt. Mhm. Dann würfeln wir das nochmal. Na bitte, jetzt geht's doch. Und ja, sie ist bewusstlos. Damit ist der Kampf zu Ende. Ja, die Echse fällt nach hinten. Die Waffe verliert sie, so sie dann eben noch den Speer in der Hand hatte. Und heilloses Chaos bricht in der gesamten Arena aus. Ich geh zu ihm hin, pack ihm die Hand und heb sie so hier, wie beim Boxen in die Höhe. Ja, ja. Diamantis atmet schwer. Aus einer Ecke der Arena fliegen die ersten verrotteten Gemüseteile.
Rafim, oben auf der Tribüne kannst du merken, das Volk ist in Aufruhr. Währenddessen hat er sich irgendwann Bonneret verabschiedet. Du weißt nicht genau, wo der hingegangen ist, aber die Stimmung kocht, tobt. Würfel mal auf Kriegskunst. Ja, warte. Da sind wir ja gar nicht so schlecht. Zählt Seegefecht. Nein. hier ist Wasser drin. Wir sind in der Nähe vom Hafen. Ich habe nur 16 Punkte. Ja. Du solltest dich jetzt entscheiden, welchen der Granden du in Sicherheit bringst. Und zwar nehmen und so dicht wie möglich an deinem Körper führen zum Silberberg. Ist jetzt die Frage, wen? Okay, wer sitzt denn da alles? Du kannst dir aussuchen, welchen der Granden du jetzt protektierst. Ist Tiaras da? Tiaras ist auch da, zusammen mit Chantala. Dann weißt du Bescheid, oder? Ja, dann wird Kiaras vor mich gepackt, Chantala davor und dann... Meine sehr geehrte Dame und mein Herr, wir müssen nun gehen. Jetzt. Und dann werden die gepackt und mit denen werden gegangen, ob die wollen oder nicht. Da darf ich mir jetzt nicht drauf warten. Okay. Währenddessen könnt ihr unten stehen, die Arena tobt, die eine Seite jubelt euch zu. Es sind wenige, die euch zujubeln, aber umso frenetischer tun sie es. Die anderen werfen mittlerweile nicht nur mit Gemüse, sondern auch mit Steinen. Sehen wir zu, dass wir herauskommen. Ja. Oh, sieh mal, das ist ein sehr schöner Stein. Sie lieben uns. Sie lieben uns. Was danke, soll das? Danke. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Ich möchte als Trophäe für Diamantes den Nachfahrer mitnehmen. Kannst du machen. Uns gehört die Welt. Ha, nicht den Echsen. Uns. Und Bontax ab und zu ein bisschen schieben, wenn er Anwandlungen von Stehenbleiben und Reden hat. Ja, durch eines der offenen Tore, da wo der Schlinger herausgebrochen ist, könnt ihr dann auch aus der Arena raus, beziehungsweise erst einmal in die Katakomben und unter dem Beschuss der Steine dann abtauchen. Da habt ihr zumindest erstmal ein bisschen Luft. Ich klopfe dann, wenn wir uns irgendwie von ihm verabschieden, ich nehme an, sie werden ihn in die Richtung empfangen nehmen wollen, klopfe ich Boromeo nochmal auf die Schulter. Ich komme euch besuchen. Verlasst euch drauf. Das war sehr erfolgreich. Oh. Weißt du, warum haben die denn Steine geworfen? Das war ein fair gewonnener Kampf. Weil die ihre Wetten verloren haben. Ich habe keine Ahnung. Hatte Boltax seine Geste wegmodifiziert? Nein. Hat doch keine Geste. Keine richtige, oder? Doch. Ja, ich schnipse. Hast du gezeigt auf ihn? Ja, nee, ich schnipse. Also Maki-Kunde um 15, um Geoden zu erkennen. Ja, okay. Nun, ihr habt zum einen wohl den Lokalfavoriten oft in den Sand gelegt, zum anderen werden viele der Leute da draußen eine ganze Menge Geld verloren haben. Denn schließlich ist die Todesex eine sichere Wette, wie man uns gesagt hat. Ich schau mich mal, ob jemand hier an See bei uns an mir steht. Fremder? Also, du kannst noch ein paar Achas erkennen, die sich hier wohl zurückgezogen haben. Das sind diejenigen, die ihr, die aufgegeben hatten oder so, aber die kümmern sich gerade noch nicht um euch. Noch ein paar Leute, die dann zwischen den Käfigstäben stehen, die dann irgendwie zu der Verwaltung gehören, irgendwelche Ordner oder sowas. Aber die haben jetzt gerade eher viel mehr damit zu tun, dass sie dann die Leute von oben abhalten, nach unten in die Katakomben zu stürmen. Die anderen Gladiatoren sind auch hier, oder? Wenige, aber ja, einige. Du könntest auch noch ein paar Leichen erkennen. Ich meine speziell die Torwallerin und der Halunke, mit dem wir draußen kommen. Nee, die liegen drin im Wald noch irgendwo. Die wurden von Schlafgift getroffen und die liegen da wohl irgendwann noch. Die werden irgendwann auftauchen. Also ich sag, du hast nur wieder das hören. Die Todeshexe sagt etwas von Monkey. Was? Sie war eine Magierin. Nun, habt ihr sie verzaubert? Ich nicht, nein. Und ich auch nicht. Schau mal zu, Boltax. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Ich verwahre mich dagegen. Nun, Boltax. Gleich viel. Nachdem wir die ganze Zeit mit Zaubern um uns geworfen haben, war dies wohl erwartbar. Rondra zürnt allerdings. Nun, sie ist plötzlich gestolpert. Ich gestehe, ich war ein bisschen abgelenkt. Es ging so oft hin und her. Aber Diamantis hatte sie davon nicht getroffen, oder? Naja, irgendwie sind beide gestolpert. Ja, ich hatte mit lang befürchtet, die würde beide in den Sand fallen und dann ringen müssen, weil dann hätte sie euch mit diesem Schwanzmesser vermutlich dran gehabt. Sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Kommt, hier entlang. Wartet, nein, hier lang. Nein, da geht's lang. Jetzt, ich bin mir sicher. Sie ist mit ihrem Speer dauerhaft aus meiner Reichweite geblieben. Ich konnte sie kaum treffen und als ich angekommen bin, von ihr weggescheucht. Jalan, warum habt ihr eigentlich den Speer mitgenommen? Ist eine furchtbare Waffe. Uah. Ich denke, es wäre eine schöne Trophäe. Wir hängen sie bei Diamantis an die Wand. Nun, erstmal müssen wir es heil zum Silberberg oder zum Schiff schaffen.
Deswegen sollten wir schneller sein als der Mob. Bewegt euch. Ich habe einen Plan. So fühlt es sich fast an wie eine Flucht nach eurem siegreichen Kampf. Und auch der Sieg über den Schlinger mag sich nicht ganz richtig anfühlen. Auch wenn das schon einige Zeit her ist. Zumindest fühlt es sich so an, als ob es lange passiert ist. Aber ihr wart irgendwie siegreich und schafft es sogar zum Schiff. Durch wütenden Mob, Steine, die weiter fliegen, einige blutige, die Helme, die euch dann noch bewahren, wenn ihr dann sie noch schnell aufgesammelt habt, aufgesetzt habt. Und könnt so dann den kurzen Weg gen Hafen. Euer Schiff, wo die Dukatengarde allerlei zu tun hat, den wütenden Mob erst einmal fernzuhalten. Aber es gelingt.